Da war aber gerade die Berichte, war doch gerade groß. Was sagt Heinz? Prozent. Die Wachstumsrate ist größer geworden, aber die Stadt ist immer noch genauso klein. Aber ich habe hier auch nichts Neues, oder? Hm, nein. Nö. Schade, naja. So, Hafen, 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 Hafen. Möchte ich hin? So, wir müssen jetzt einmal um Amerika herum. Ist auch noch nicht gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Lyot weitermachen könnten. So, einmal um Amerika herum. Und ich glaube, es ist sogar schon hier. Ja. Astarica. Winner hört ein unheimliches Flüstern. Winder, nimm den Kelch, der auf dem Altar steht. Winder führt den Kelch, wie unter Hypnose, zu seinen Lippen. Und jetzt? Das ist Astarica. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Winder, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Das sind Mylin und Perry. Mylin? Du bist es. Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Was erlaubst du dir? Ich bin Malia! Ich diene Lord Mala! Hä? Perry? Perry aus Liberita? Ich bin Peter, ein Jünger von Lord Mala. Höre, was Lord Mala dir jetzt sagen möchte. Jedes Jahr feiern wir in Astarica eine heilige Zeremonie. In den 6 Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinkenden den Göttern nahe bringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. 2 Priester bereiteten alles vor, doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Okay. Der hat eine andere Farbe an der Stirn, also rot, als die anderen beiden, die sind grün. Also von dem her, ich kann ihn wieder angreifen. Thank you.
Habe ich hier die Karte verfügbar? Nein. Okay. Geht jetzt etwas? Ich gehe mal kurz raus und dann wieder rein. Denn vielleicht habe ich die beiden einfach auf die falsche in die falsche Richtung geschoben. Nein, da ist nichts. Aha! Nein. Das müssen wir tun. Also, und ja, ich habe sie in die falsche Richtung geschoben. So, was jetzt? Kommt der zweite. Dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Aha. 660. Chakras sind das. Hier habe ich eine Truhe gesehen. Win erhält Kampfanzug. Wow. Kampfanzug, da. Minus 10. Wandelt Stärke in Glück gegen Verwirrung. Nein, nehmen wir nicht. Aber ich möchte wieder was ablegen. So, die Silberrüstung, die können wir nämlich auch kaufen, deswegen kommt sie weg. Und ich glaube, ich möchte trotzdem auch eine Waffe ablegen. Egal, auch wenn ich sie gefunden habe oder so. Ich möchte eine ablegen. Das heißt, definitiv nicht. Sonnenstab. Vielleicht haben wir Glück und wir können ihn beim Sonnenbaum nochmal kaufen. Wenn es sein müsste. Halt, au. So, der ist weg. Das ist ein Kristall. Sehr schön. Win erhält ein Kristall. Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben. Ich kann die Szene von vor einem Jahr sehen. Du befindest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden
und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Menschen sind sehr pathetisch. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Fühler, hör auf! Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion, Liebe. Hi! Fühler, ich liebe dich. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Der Kelch hinter dir ist zum Rand gefüllt. Trink. Der hier? Ich nehme den da. Bäh. Ja, und jetzt? Costa Rica. Oh Mann, was für ein Traum. Winde hält Mondstein. Hätten wir einen anderen Trank nehmen sollen? Okay, scheint leer gewesen zu sein. Naja, wir haben jetzt den letzten Mondstein. Was machen wir jetzt? Gehen wir noch einmal zu Lhasa zurück. Ah, da kommen wir am besten hin, wenn wir dann nach links zurückfahren. Nach Europa. Und danach gehen wir zum Grab des Helden. Da bin ich schon gespannt. Die Szene habe ich auch noch im Kopf. Was da passiert. Aber was danach passiert, weiß ich nicht mehr. So, Aloha ist immer noch klein, ist auch noch klein. Oder besser gesagt, so groß wie vorher. So, Taklama. So, Lhasa. Der hat
sagt das Gleiche. Majo spricht vielleicht etwas Neues. Nein? Muss ich die vielleicht ausrüsten, damit er etwas zu uns sagt? 5. Hier brauchst du keinen Mondstein hochzuhalten. Na gut, dann lassen wir es. Gehen wir gleich zum Grab des Helden. Wobei, Merlin vielleicht noch kurz reden. Merlin! Denk daran, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Für dich, Winde, gehe ich überall hin. Okay, merken wir uns. So. Und wir waren auch schon so ziemlich überall, behaupte ich jetzt mal. Auch wenn die Stadtentwicklungen leider noch nicht so weit sind, wie ich es gern hätte. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt schon weiterkommen oder ob es noch irgendwas fehlt. So, ich mache das jetzt tatsächlich mal. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen nach oben. Dann müssten wir nämlich eigentlich auch den Totenschädel finden. Ich bin zu weit nach oben oder... zu weit nach links. Ja, zu weit nach oben oder zu weit nach links. Ich glaube, ich bin zu weit nach oben. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiter nach links gehen. Nur nach links. Okay, vielleicht muss man dem Pfad auch wirklich folgen. Da man sonst einfach wieder rauskommt, das könnte auch sein. Es war ein Versuch wert. Ich habe die Totenschädel schon wieder nicht gesehen. Mann! Hat doch immer so gut funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Wo sind sie? Ach, das gibt's doch nicht. Ich werde sie doch wohl finden können. So, jetzt sind hier die Steine und dann müssen wir nach oben. Da sind sie. Warum waren die vorher einfach nie da?